Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute kommt das Sony Xperia Z1 zu euch, was wir hier unboxen werden. Und ich bin hier heute nicht alleine, ich habe Verstärkung dabei. Und zwar die MediaBook Director, das sind auch ein Unboxer. Und ja. Grüß euch. Ja, danke dir für die kleine Anmoderation sozusagen. Genau. Ja, ich bin der MediaBook Director, wie das die Book schon gesagt hat. Und wir haben ja schon öfter mal zusammen unboxed, zum Beispiel GTA 5 auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, mal an dieser Stelle. Und heute haben wir ein richtig geiles Handy, Sony Xperia Z1. Haben viele Kritiken auch schon darüber gehört. Werden uns dazu auch noch äußern jetzt in diesem Unboxing-Video dazu. Ja, und wir haben noch ein bisschen was am Hals hängen. Am Hals hier. Das werdet ihr schon erkannt haben. Und da hängt ein kleiner Chip dran. Da hängt ein Chip dran, das hat was mit dem Handy zu tun. Und das werden wir euch aber nachher genauer zeigen. Dann, genau, was sich da so hinter verbirgt, hinter diesem Chip, das werdet ihr näher erfahren. Genau. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, oder? Ja, würde ich sagen, viel Spaß. Ja, willkommen zurück auf dem Unboxing-Tisch. Ja, wie man sehen kann, haben wir die zwei Schmuckstücke schön auf dem Tisch liegen. Und ja. Ja, einmal das Weiße und einmal das Schwarze. Genau, stellen wir uns einmal das Weiße vor. Genau, so sieht das Weiße natürlich aus. Das ist auch alles, also es ist kein Billigmaterial, das ist alles Premium-Material. Das ist ein Metallgehäuse. Das hinten ist komplett Glas. Und vorne auch Glas, glaube ich, ne? Ja, und vorne haben wir auch eine Glasscheibe drauf. Natürlich alles eingeklebt. Sieht auch alles sehr, sehr hochwertig aus und man fühlt es ja auch schon in der Hand, wie hochwertig es ist. Hochwertig und schwer es auch ist. Ne? Ja. Und es ist aber auch, liegt aber auch gut in der Hand, muss man sagen. Ja. Für so ein großes Handy liegt es echt gut in der Hand. Ja. Es liegt echt gut in der Hand. Jetzt kannst du mal schwarze zeigen. Genau, jetzt zeigen wir mal einmal die schwarze Version von dem Xperia Z. Das sieht von vorne erstmal so aus, ganz normal. Und von hinten dann so. Das, was mich beim Schwarzen aufregt, das werdet ihr jetzt auch erkennen. Das sind jetzt natürlich meine Patscherhändchen, die jetzt schon vorher drauf waren. Also wenn ihr die Folie abmacht, dann sieht man dann jeden Fingerabdruck. Mhm. Ist ein bisschen blöd. Müsst ihr immer ein Tuch mit bei haben, wenn ihr das immer schön sauber haben wollt. Oder ihr macht sauber und packt es in die Handytasche oder so. Ja, genau. Ne? Also ich habe auch eine Handytasche noch bei, die zeige ich euch dann nachher auch noch. Mhm. Und so sieht es dann halt in Schwarz aus. Und die Details so vom Rahmen hast du ja gerade schon erzählt, muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Höchstens vielleicht noch auf die Kamera, die ja 20 satte Megapixel hat. Mhm. Und ja, das ist das Handy erstmal von außen. Mhm. Und wir wollen es euch natürlich auch noch ein bisschen detaillierter erzählen, was so das Handy auch mit sich bringt an technischen Daten. Genau. Fangen wir an sozusagen. Was können wir zu dem Handy noch sagen an technischen Daten? Ja, wir haben hier einen 2,2 GHz Qualcomm von Snapdragon 800 Quad-Core-Prozessor drin. Der ist natürlich richtig rasend schnell. Der ist also flüssig wie ein... Ne? Und das ist jetzt auch wieder, muss man dazu noch sagen, weil sich viele Leute sich fragen, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Xperia Z und dem Xperia Z1? Mhm. Und das ist jetzt auch, wie gesagt, der Prozessor. Genau. Weil beim normalen Z ist der Prozessor, glaube ich, wie ich weiß, 1,5 GHz. Mhm. Und wie du gerade sagst, beim Z1 ist er nochmal gepusht worden und ist auf 2,2 GHz. Ja. Also sehr, sehr schnell. Mhm. Wir haben ja auch eine Gesprächszeit von bis zu 14 Stunden. Mhm. Und mit Standby-Zeit haben wir hier 880 Stunden Standby-Zeit. Das sind 3000 mAh Akku drin. Mhm. Also ein sehr, sehr starkes Akku, muss man sagen. Man hat ja leider immer das Problem bei den Smartphones, dass der Akku immer sehr, sehr schnell... Und man kann den ja runterpurzeln sehen. Man geht kurz, schreibt bei WhatsApp eine Nachricht oder geht kurz bei Facebook rein, man kann den Akku richtig runterpurzeln sehen. Ja. Und das ärgert sehr, sehr viele Leute. Und man muss noch dazu sagen, wir haben gleich, wo wir das Handy angeschaltet haben, wir haben es heute erst bekommen, haben wir gleich ein Update drauf gehabt, dass der Akku, die Akkulaufzeit nochmal verstärkt. Nochmal verbessert worden ist. Oder nochmal verbessert wurde, genau. Ja, wir können, oder zeig uns erstmal bei dir, das Handy mal anschalten. Mhm. Das macht man hier über diesen Power-Knopf an der Seite. Da macht man das Handy natürlich auch an und aus. Ja, ein bisschen ran, so ein bisschen fokussierender. Jetzt wurde fokussierter.
Na, jetzt haben wir ihn. So da sieht er aus, da drückt ihr drauf. Da drückt ihr einfach mal einmal drauf und dann öffnet sich das. Und dann könnt ihr einmal nach oben aufmachen. Oder man kann das ja hier auch nach unten entsperren. So, dann sind wir hier vorne auf den Rumpelschirm drauf. Genau, den man auch ändern kann. Den kann man natürlich auch ändern. Also das könnt ihr alles einstellen, wie ihr wollt hier drauf. Ne? Wir haben hier, können wir natürlich auch mal zeigen, fix. Über das Telefon, was wir hier drauf haben. Wir haben hier Android 4.2.2 drauf. Mhm. Ne? Dann hier natürlich die Vision und alles mögliche. Die Modellnummer und Status und alles so ein Pipo-Kram. Und hier kann man natürlich auch gucken nach der Software-Update, genau, ob das Handy dann auch auf dem aktuellen Stand ist. Auf dem aktuellen Stand sich befindet. Ja, dann kommt man natürlich über den Links-Button dann hier in die Apps, wo dann auch eine ganze Menge drin sind, was man sich dann halt selber runterladen kann, alles, wie man das machen möchte. Ja, die App war auch richtig gut, ne? Ja, die muss man sagen, also wir waren hier am Vodafone-Shop. Genau. Und der Verkäufer, ein sehr netter Typ, muss man sagen. Mhm. Er hatte uns, wir haben ja schon vom Chip gesprochen, der hat uns einmal so kostenlos mitgegeben, der kostet ja auch nicht gerade wenig. Mhm. Hat uns erklärt oder hat uns so eine Broschüre gegeben, dass wir über diese App, wo du gerade drin warst, genau, fünf gute Filme saugen können, mhm, aufs Handy. Da müsst ihr jetzt hier, wo der Steve gerade ist, genau, auf diese App gehen, Xperia Privilege, mhm, oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Privileg, mhm, genau. Da müsst ihr euch dann anmelden und dann seht ihr hier, oder könnt ihr ja schon erkennen, teste Music unlimited 60 Tage lang. Also könnt ihr Musik bis zum Get-No hören, ja, halt 60 Tage. Denn hier, wie ich gerade angesprochen habe, jetzt bin ich glaube ich draufgekommen, 5 Megafilme könnt, genau, ihr euch downloaden und dann gibt es noch oben drauf, wenn wir ein bisschen runterscrollen hier, 10 großartige Gratisspiele von PlayStation Mobile. Genau. Und das ist einfach ein super Angebot, finde ich. Für Musikfans, Filmefans, Spielefans. Richtig, für jeden was dabei und auch gleich mit dazu, sag, ja, ich jetzt mal. Ne? Das, mhm, ist doch schon mal geil gemacht. Ja. Wir waren noch bei der Akkulaufzeit. Ja. Die haben sie ja richtig stark verbessert. Jetzt mit dem Update ja noch mal ein bisschen mehr. Mhm. Wir können noch dazu sagen, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Akku. Ach so, genau. Den Sparmodus, den kannst du uns ja auch mal zeigen. Ja. Für die Leute, die jetzt zum Beispiel jetzt nur 10% Akkulaufzeit jetzt noch haben und sie sagen, ach du Scheiße, ich muss jetzt aber kurz noch Empfang haben, weil ich irgendwie einen wichtigen Anruf kriege. Der muss jetzt einfach in Einstellung gehen. Und in Energieoptionen. Genau, und dann habt ihr hier diesen Akkuschonmodus. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr nette Geschichte. Da können wir einmal reinklicken, genau. Und da wird das alles ausgeschaltet, Bluetooth und was alles irgendwie den Akku raubt. Und dann seid ihr einfach länger mit dem Handy noch online, wenn man so sagen kann. Oder erreichbar. Genau, wenn man es aktiviert, hält das Akku noch länger. Genau. Ne? Ja, verschiedene Apps. Ist ja klar. Ne? Und schnell Internetzugang. Auch richtig. Also so ein schnelles Internetzugang habe ich beim Handy noch nie gesehen. Nee. Also wenn wir jetzt hier auf Play Store klicken, zack. Wie schnell er das aufmacht. Ne? Wir klicken einmal. Oh, jetzt habe ich noch wer klickt hier. Auf Spiele. Zack. Und der baut es einfach auf. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Also der Prozessor ist einfach spitze in diesem Handy. Wie schnell die Seiten aufbaut. Ja. Und was könnten wir noch zeigen? Was natürlich wichtig ist, genau, dass wir die Kamera, die kannst du uns auch mal vorführen, wenn du magst. Ja, mit die Kamera. Dass die 20 Megapixel auch zum Vorschein kommen. Genau, das kann man dann über die Einstellungen hier oben machen. Genau. Und dann sieht man da auch die 20 Megapixel. Wo man aber zu sagen muss, wenn man es kriegt, was hat man denn nicht? Wo muss man es einstellen? Da muss man es einstellen, auf manuell gehen natürlich hier, weil man das hier nämlich hier auf automatisch hat, ganz zum Anfang. Und er es dann halt auf 8 ist. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht wird das noch geändert. Ne? Dann haben wir hier natürlich noch schöne Spielereien dabei, wo man dann hier was durch den Bildschirm laufen lassen kann. Ein T-Rex oder so. Und dann läuft der hier, wenn er es jetzt macht. Vielleicht macht das von weiter weg. Da, dann kommt da ein Dino, Bäume und dann läuft hier ein Dino im Wohnzimmer rum. Das ist natürlich lustig. Wenn man den hier so durchfilmt, dann ja, so Gras auf dem Tisch. Ist natürlich schöne Spielerei und das sieht effektmäßig natürlich richtig geil aus, wenn man das natürlich aufnimmt. Ja, wenn man das so irgendwie verschiedene Perspektiven hat, dann kommt das richtig geil rüber. Und dann hat man natürlich hier verschiedene Spielereien. Ne? Kann man. Du kannst auch einmal das Foto zeigen, was du von mir gemacht hast. Da habe ich gerade PC gespielt und da hast du auch so einen geilen Effekt mit eingebaut. Genau. Einmal hier,
Da kannst du das. Ach, da klick mal, ja. Ja, ist egal, jetzt bist du schon raus. Ich gehe mal auf Album und dann. Dann hast du es da drin. Dann kannst du es mal groß zeigen so. Das hat er gemacht, wo ich gezockt habe. Ja. Und da hast du diesen, ja, diesen Comic-Effekt mit reingebaut. Und das genau. Sieht natürlich richtig geil aus, finde ich, oder? Da kann man natürlich viel mehr reinfügen, also alles Mögliche. Richtig, also ihr könnt rumspielen ohne Ende. Also das Sony bietet viele, viele Möglichkeiten. Ja. Und die Kamera ist einem also richtig spitze. Ja. Man muss echt sagen, wir haben ja viele Kritiken dazu gehört. Und ich kann eine Kritik ein bisschen unterstreichen, dass die stimmt. Und zwar, dass die Kamera bei Dunkelheit nicht so der Burner ist. Und dass, wenn ihr jetzt ein bisschen so einen dunklen Hintergrund habt oder es ein bisschen dunkel ist und ihr habt jetzt hinten den Blitz an, dann wirken die Bilder auch ein bisschen milchig. Ja, ein bisschen milchig. Müssen wir gestehen, das ist vielleicht das Einzige, wo wir sagen, das ist ein bisschen negativ. Aber wenn hell ist, also Tageslicht und ihr macht draußen, kriegt ihr super Bilder, hammergeile Bilder. Ja. Das ist das einzige Manko halt, wenn es dunkel ist, ne? Und nicht richtig gut beleuchtet ist. Ja, und was wir noch gehört haben, wir haben uns schon ein paar andere Videos angeguckt, ne? Ja, Reviews. Genau. Und die haben alle gesagt, wenn man von der Seite rauf guckt, ist das einfach nur... Auch so ein milchig Effekt. Milchig-Effekt oder so. Aber ja, wir haben uns gedacht, wer guckt so aufs Handy oder wer schreibt so eine Nachricht? Ja, oder wer telefoniert auch so. Oder wer telefoniert auch so. Also ich habe noch nie einen gesehen, der so eine SMS schreibt. Nee, wäre Blödsinn. Ja, wäre also Blödsinn. Also ich schreibe so die SMS. Eben. Also das kann ich nicht unterstreichen. Ich finde es sogar noch gut, wenn es vielleicht milchig ist, dann guckt dann nicht gleich jeder drauf. Genau, das kann nicht gleich jeder drauf gucken, was du da machst. Ne? Genau. Ja. Das ist das Sony Xperia Z1. Also genau. ein schönes Ding. Handy. Und jetzt gerade geht es ja auf Weihnachten zu. Ja. Ist es eigentlich eine super Geschenkmöglichkeit oder eine Geschenkidee. Ja. Ist zwar natürlich, wenn man es jetzt normal kauft, nicht ganz billig. Genau. Ich glaube, ich habe es jetzt bei Amazon für 530 Euro ungefähr gesehen. Man muss da ein bisschen in den Geldbeutel greifen, aber man kriegt dafür ein super geniales Handy. Ja, super Handy. Also ich finde, es ist auf Platz 1 der neuesten Handys jetzt auf dem Markt, finde ich. Ja, für Bademeister auf jeden Fall. Ja. Für nächsten Sommer würde ich sagen. Wenn sie nicht tiefer tauchen als 1,50. Wenn sie nicht tiefer tauchen als 1,50, genau. Genau. Ja, da haben wir natürlich auch nochmal den Beweis. Natürlich nicht, dass ihr denkt, wir erzählen euch hier Blödsinn und ein Handy kann man nicht ins Wasser schmeißen. Das stimmt wirklich. Natürlich könnt ihr es mit einem Swimmingpool nehmen. Ihr könnt damit tauchen bis 1,50. Was ich geil finde, man kann natürlich, wenn man duschen geht, auch nebenbei noch telefonieren. Ne? Genau. Man kann unter der Dusche sagen, du, Moment, ich bin gleich fertig. Ja. Ich bin gleich da. Ich stehe noch unter der Dusche. Richtig. Ne? Ja, wo man sonst immer Angst hat, ach du Scheiße, mein Handy wird nass, wenn irgendwas kaputt geht. Genau. Jetzt haben wir das nicht mehr. Genau, aber ihr dürft es natürlich nicht in Salzwasser, ne? Das ist klar. Oder andere Flüssigkeiten mit Chemikalien, das ist Handy, der aufgelöst wird. Natürlich. Das ist natürlich nicht, ne? Oder Sand, Schlamm, das ist... Ja, das macht ja nur Kratzer natürlich. Ist ja klar. Und das ist natürlich klar. Ja. Und was man natürlich dazu sagen kann, ihr könnt richtig, richtig geile Bilder unter Wasser machen. Ja. Das ist ein richtig geiler Effekt. Und bis zu 30 Minuten natürlich und dann müsst ihr wieder hochkommen. Also länger gibt der Hersteller nicht die Garantie, es kann natürlich länger halten. Kann, aber muss nicht. Ne? Der Hersteller gibt halt nur 30 Minuten. Genau. Ne, steht hier natürlich Was ich da wieder nicht verstehe, okay, wenn der Hersteller jetzt sagt, 30 Minuten hält es im Wasser. Einer ist jetzt länger wie 30 Minuten im Wasser und das Handy geht kaputt. So, jetzt geht er zum Vodafone-Laden oder zum Laden, wo er es gekauft hat und sagt dann einfach, ich hatte es aber nur 30 Minuten im Wasser. Was machen sie denn? Die können sie eigentlich nicht richtig nachverfolgen. Ne? Eigentlich nicht, aber ich glaube, beim Z1 waren hier eingebaut, wenn man das hier an der Seite aufmacht, wenn das hier diese Klappen hier öffnet, waren hier damals so weiße Punkte. Und wenn die rot geleuchtet haben, die waren hier so an der Seite angebracht. Hier so irgendwo. Mhm. Oder hier. Und wenn die rot geleuchtet haben, wussten die ganz genau, da ist das Wasser reingelaufen. Okay. Aber die sind irgendwie auch weg. Also, weiß ich nicht, wie sie das denn rausfinden können, dass du länger im Wasser warst als 30 Minuten. Ja. Aber, naja, es ist mal ein anderes Handy. Sagen wir mal so. Es ist nicht... sonst die Smartphones, die man so in der Hand hat. Ne? es wird ja viel geschwärmt über das HTC One, aber ich finde, dass das Sony Xperia Z1... Das hat alles geknallt. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es schön, das mit dir hier vorzuführen. Wir hoffen natürlich, euch hat es auch gefallen. Ja, du kannst ja noch die Dings zeigen, siehst du? Siehst du, hätten wir fast vergessen. Fast vergessen. Und zwar ist das die Tasche. Genau. Sieht richtig groß aus irgendwie. Ne? Ja, das, also man mit einem Template rumläuft. Ja, ich habe damals immer gesagt, ich hole mir nie so ein großes Handy, weil wie soll das in meine Hosentasche passen? Der läuft ja mit so einer großen Telefonzelle noch heutzutage umher. Aber genau, das hatten wir damals mit den alten Nokias noch. Ne? Genau. Da dachte man, was hast du denn da? Ja. Ne? Hast du einen Knochen in der Tasche? Das ist immer Nokia, du. Und ja, das ist die Tasche dazu.
Das wird ja natürlich da so reingeklapst. Die kostet übrigens 35 Euro. 35 Euro, genau. Die haben sie aber umsonst dazu gekriegt. Die hast du umsonst dazu gekriegt, genau. Genau. So, die klicken wir einfach hier rein. Man kann ja auch sagen, wo. Man kann schon Werbung machen. Ja, ne? Aus dem Vodafone-Laden in Parchim. Also könnt ihr ruhig den Ort mal googeln, wenn ihr wollt. Kuno, ne? Genau, in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und super Typ. Ja. Und dann super beraten, finde ich. Super beraten, ja. Und ja, hier ist die Tasche. Einfach zumachen. Hier oben ist so ein Magnet dran, dass sie es natürlich auch festhält. Und dann habt ihr immer ein gesichertes Handy. Genau. Ne? Finde ich immer gut, auch wegen Kratzer. Ja. Weil wenn man es so in der Hosentasche hat, dann kommen gerne mal Kratzer rein. Und das wäre ärgerlich, gerade bei so einem hochwertigen Handy, was über 5 Euro kostet. Und wenn du dann noch einen Schlüssel oben drauf hast, da, oder? Genau. Ja, das ist die Tasche dazu. So sieht es dann aus. Da ist sogar vom Werk her schon eine Folie drauf. Ihr braucht da jetzt nicht nochmal eine Folie oben drüber kleben. Genau. Hier genau. ist schon eine drauf. Das stimmt. Die ist fest drauf. Die könnt ihr natürlich abmachen, müsst ihr aber nicht. Würde ich auch nicht empfehlen. Nee. Ne? Man sieht sie ja nicht. Ist gut draufgeklebt. Genau, ist doch gut gesichert dann. Ja. Ne? Und was wir jetzt auch nicht vergessen dürfen, das haben wir ja noch gut angekündigt im Intro, und zwar den Chip. Siehst du, den immer auch vergessen fast. Den hätten wir fast vergessen, ne? Ja. Und du kannst uns mal aufklären, was hat es auf sich das mit dem Chip? Das ist ein Xperia Chip. Das ganze Verfahren nennt sich NFC. Hier wird, denke ich mal, irgendwie so ein Chip drin sein oder so. Hm. Ein Magnet, vermute ich mal. Und wenn man das hinten ans Handy hält, hier, dann fängt es, natürlich muss es bestimmt an sein, das funktioniert natürlich nicht. Und wenn man das natürlich jetzt hier ans Handy hält, dann summt das einmal auf. Blulup. Und dann erkennt er automatisch, weil ich das jetzt schon gespeichert habe, ich bin zu Hause und er startet automatisch die App, die ich gespeichert habe, das Wetter, und zeigt mir das direkt gleich an. Und dann kann man da auch verschiedene Profile drauf speichern, dass er zum Beispiel im Auto aufs Navi geht, genau. Also ihr könnt da verschiedene Profile einspeichern, zum Beispiel wenn ihr jetzt das ranhaltet und ihr seid jetzt im Schlafzimmer und wollt jetzt eure Ruhe haben. Ranhalten, Wecker wird gestellt, Ist Wecker gestellt, das Internet wird ausgemacht, damit ihr nicht genervt werdet, vielleicht von, hat bei Facebook einer geschrieben, hat gerade einen Joghurt gegessen, willst jetzt nicht unbedingt lesen, wenn du ins Bett gehst. Genau. Und weiß ich was, ne? Mhm. Dann hast du davon Ruhe, alles gestellt, brauchst du dir keine Sorgen machen, ab ins Bett. Oder ihr hängt das Ding bei der Arbeit hin, dann haltet ihr es ran, wenn ihr kommt, direkt alles lautlos. Richtig, genau. Auf Vibration gestellt, wie ihr wollt. Also es ist eine super Erfindung. Super Erfindung, auf jeden Fall. Dass man nicht lange rumklicken muss, das aus. Das aus und das muss ich noch einstellen, das und das und dies. Und leise machen und lautlos und weiß ich was alles. Das habt ihr dann alles so im Chip drin gespeichert. Und das könnt ihr halt so oft wieder ändern und ein anderes Profil drauf machen. Wir haben sogar zwei jeweils bekommen. Und das heißt, wir können dann zwei Profile machen. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir die nicht vertauschen. Ne? Dass wir dann nicht irgendwie ein anderes Profil auf einmal laden und dann denken, oh Gott, warum geht es jetzt doch an? Mhm. Aber es ist einfach eine geile Empfehlung. Ja, das ist eine schöne Empfehlung. Und wir können es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, wir können mal jetzt kurz zeigen, was sich so drin befindet. Natürlich das Ladegerät. Das Ladegerät. Klar, aber ich denke mal, das ist schon Standard heutzutage, ne? Das ist so, USB natürlich. Genau, mit USB gemacht ist, ne? Und dann steht das Sony halt drauf. Das ist natürlich das Verbindungskabel für PC und fürs Handy. Und dann natürlich fürs Ladegerät. Und dann haben wir halt noch die Kopfhörer dabei. Und dann sind da sogar noch so eine extra Prümpel, sag ich jetzt mal. Ja, falls man andere Öffnungen hat. Genau. Die sind natürlich auch mit bei. Und so eine Klammer hier. Das finde ich sehr, sehr gut. Das find ich sehr, sehr, die gehen ja manchmal auch schnell kaputt und dann hat man immer noch irgendwie welche so da liegen und kann sie auswechseln. Das ist auch ein Stereo-Headset. Genau. Ne? Ist auch gut fürs Radio hören, weil man, wenn man das Radio kann man nur hören, wenn man das Headset dran hat. Ja. Genau, das ist das Innenleben sozusagen jetzt von der Schachtel. Ja. Und wir sind eigentlich so weit durch und ich bin eigentlich auch schon stolz auf uns, dass wir das so gut geschafft haben. Mhm. Ich bin der MediaBook Director. Ich bin der Steelbook. Und ich freue mich, bei dir gewesen zu sein und dass wir das hier gut über die Bühne gebracht haben. Ja. Und auf weitere Projekte auf jeden Fall. Genau. Und Das war das Unboxing zum Sony Xperia Z1. In weiß und in schwarz. Genau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wie war